Herzlich willkommen zum Video kostenlose Videos auf 5 Webseiten. Ich möchte dir hier zeigen, wie du Videos oder welche Videos du da verwenden darfst, wo du diese Videos verwendest, nämlich jene, die eine Creative Commons Lizenz haben oder eben auch als gemeinfrei oder Public Domain veröffentlicht wurden. Wenn du nicht genau weißt, was eine Creative Commons Lizenz ist oder was eine gemeinfreies oder Public Domain Video ist, empfehle ich dir ein anderes Video, das ich ebenfalls hier veröffentlicht habe auf YouTube, und da erkläre ich das dann recht genau, was das ist und wie man das dann auch richtig zum Beispiel dann auch verwenden kann. Hier möchte ich jetzt beginnen mit einer Geschichte mit dem kleinen Fritz, der sich ein Video für seine eigene Webseite sucht. Er möchte seine Webseite attraktiver machen und findet es dann auch und nimmt es dann einfach und baut es in seine Webseite ein. Es dauert nicht lange und dann kommt schon die Polizei zu ihm. Und der Polizist weist ihn darauf hin, dass er eben dieses Video gestohlen hat und dass es eben nicht erlaubt war, dieses Video dann auch wirklich zu veröffentlichen. Und der kleine Fritz hat schon Sorgen, dass er bald im Gefängnis landet. Ganz so schlimm kommt es in dem Fall nicht. Er muss eine Strafe zahlen und diese Strafe kommt dann eben auch dann diesem Urheber, also dem Eigentümer, der dieses Video gemacht hat, dann auch zugute. Und dieser Eigentümer, dieser Urheber des Videos sagt dann: Du kannst das Video weiterverwenden, wenn du mir Geld zahlst für die Erlaubnis, dieses Video weiter zu verwenden, und es ist eben für diese Lizenz, müsste er Geld zahlen. Jetzt schaut es aber hier so aus, dass der kleine Fritz natürlich kein Geld zahlen möchte für die Verwendung eines Videos, und dann kommt der kleine Paul und sagt ihm dann: Ja, verwende doch gemeinfrei Videos, mit denen kannst du machen, was du willst, wenn du solche eben findest, oder eben solche, die unter der sogenannten Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurden. Und dann erfährt eben dann der kleine Fritz dann auch eben, dass diese Medien wirklich frei verwendet werden können. Und im Fall einer Creative Commons Lizenz muss man aber bestimmte Bedingungen erfüllen, also zum Beispiel den Namen nennen. Jetzt sind wir bei diesen konkreten Seiten. Jetzt sind wir hier bei freien Videos, also Videos, mit denen du im Prinzip machen kannst, was du möchtest. Dann nenne ich jetzt hier Adressen und warne und weise extra darauf hin natürlich, dass ich hier keine Gewähr dafür übernehme, dass dort wirklich jetzt die richtigen Videos auf den jeweiligen Webseiten sind. Und dass du vor allem auch immer die Lizenzen kontrollieren solltest. Das trifft hier auf einige dieser Seiten zu, zum Beispiel hier dieses Internetarchiv. Da werden Videos mit den unterschiedlichsten Lizenzen veröffentlicht und nicht nur freie. Das heißt, du solltest jedes Mal gut darauf achten, unter welcher Lizenz diese Videos veröffentlicht werden. Das heißt, es gibt dort wirklich freie Videos, aber auch welche, wo man sie zum Beispiel nicht in jedem Land dann frei verwenden dürfte, wo es in den USA zum Beispiel möglich ist, aber nicht zum Beispiel jetzt in Deutschland oder in Österreich. Also genau achten, was dort steht. Dann gibt es hier die freedocumentaries.org Adresse, die ich da erwähnen möchte, wo eben dann dementsprechend dann auch wiederum Videos zur Verfügung gestellt werden, und ebenfalls Open Culture. Beides die Seiten, die ich jetzt hier nenne, sind halt hauptsächlich dann in englischer Sprache. Beim Internetarchiv findet man auch einige Videos, auch schon, die schon länger zurückliegen, in deutscher Sprache. Dann hier habe ich zwei Verweise auf Adressen, wo man welche auch mit Creative Commons Lizenz finden kann. Jeder kennt YouTube, und aber ebenfalls Vimeo. Und hier hat man ebenfalls die Möglichkeit, wenn man weiß, wo man dann praktisch hinklickt, dass man eben dann auch hier Musik findet, die unter dieser Creative Commons Lizenz dann auch veröffentlicht wurden. Noch muss man eben dann immer wieder darauf achten, dass man eben zum Beispiel hier nicht diese YouTube-Standard-Lizenz dann eben sich dann irgendwie dann sich im Video anschaut, sondern wenn etwas eben als Creative Commons veröffentlicht wurde, wie auch dieses Video hier, dann kann man es eben mit der Einschränkung, dass zum Beispiel der Name genannt werden muss, dann auch weiterverwenden. Und gleiches gilt dann auch hier für dieses Vimeo. Und hier habe ich dann auch den Link dann hineingegeben, dass man eben speziell hier dann auf diese Seite dann auch kommen, wo man speziell eben hier nach Creative Commons Videos dann auch suchen kann. Hier auf der rechten Seite habe ich noch den Hinweis, dass es eben verschiedene Creative Commons Lizenzen gibt, von der einfachen Namensnennung bis hin dann zum Einschränken, dass man zum Beispiel im Video, wenn man es verwenden möchte, auf den Namen des Urhebers hinweisen muss, dass man eben kein Geld damit verdient, wenn man dieses Video in irgendeiner Form weitergeben möchte, und dass auch die Lizenz eben nicht verändert werden darf. Ich darf also nicht dann plötzlich sagen: Okay, das Video, das ich jetzt produziert habe, mit Hilfe des anderen Videos, das kann ich jetzt verkaufen. Das wäre nicht erlaubt. Es bleibt mir da noch darauf hinzuweisen, auf diese Adressen, die ich jetzt hier angeführt habe. Das sind all die Grafiken, die ich da unter anderem mit diesem Video hier verwendet habe, und mit dem Verweis dann auf weitere Adressen, die jetzt im Video vorgekommen sind,
wo ich dir empfehlen würde, dass du sie dir noch genauer anschaust, ob dort dann vielleicht ein Video dabei ist, das dir erstens selber Spaß macht und dass du vielleicht auch zweitens selber in einem Projekt, wie zum Beispiel deiner Homepage oder in einem Video, das du selber machst, dann verwenden kannst. Ich hoffe, dass dir dieses Video nützlich war.